Oh, die ist jetzt zu locker geworden. Das ist interessant. Die ist kaputt, glaube ich. Das. Die ist, glaube ich, kaputt, kann das sein? Ja, das versuchen wir. Bald ist es soweit, wir haben nicht mehr lange und dann müssen wir mit unserem Rallye-Taxi diese Rallye fahren. Jetzt lassen wir den gerade warm laufen. Von Gedore ist der liebe Robert da. Hi, grüß euch. Wir werden heute versuchen, die Glühkerzen auszubauen. 650.000 ist dieser Motor gelaufen, höchstwahrscheinlich. Wenn nicht sogar mehr. Ob das noch die ersten sind, wir wissen es nicht. Bei Mercedes kommen die Glühkerzen in der Regel sowieso schwer raus. Bei 650.000 werden die nie gewechselt wurden. Das wird Spaß sein. Gestern habe ich noch was schön reingekippt. Mein Geheimrezept, gebrauchte Bremsflüssigkeit. Hast du schon mal was davon gehört? Ja. Habe ich schon gemacht. Und wir werden jetzt gleich versuchen, die am besten nicht abzubrechen. Genau. Deswegen bist du auch hier. Wenn das passieren sollte, haben wir Spezialwerkzeug dafür. Werkzeuge, womit wir das relativ einfach innerhalb 20 bis 30 Minuten pro Stück. Pro Stück. Pro Stück. Ja. Deswegen lassen wir den warm laufen. Und diese Bremsflüssigkeit, entweder alte Öl, einige Tropfen drauf, Woche, zwei Wochen fahren. Genau. Und dann, die Termin machen. Ja. Aber nicht anfangen ohne Werkzeuge. Und wir fangen an mit einer sehr einfachen Lösung zu prüfen. Geht das überhaupt? Okay. Das werden wir sehen. Das ist der 200er CDI mit 136 PS. Ich fahre jetzt auf die Bühne und dann schauen wir mal, ob wir das Ding rauskriegen. Es wird interessant heute. Aber ich glaube, bei dem ist ja nie irgendwas ohne Probleme gelaufen. Also wir haben doch schon alles gewechselt und ihr glaubt nicht, was ich noch alles wechseln muss. Es ist unglaublich, Leute. Oh. Für TÜV-Geschichte werdet ihr auch noch ein Video sehen. Lieber mal den Leerlauf nehmen. Nicht, dass wir den später hier rausschieben müssen von der Bühne. Deswegen Leerlauf. Das ist das Schönste bei Mercedes, ehrlich. Ja. Jetzt kann auch. So. Service. Das ist einfach geil. Diese Service-Einstellung. Ich bin echt mal gespannt, ob die mal gewechselt wurden. Ich habe hier auch ein Problem. Der startet ja sehr, sehr schlecht. Das hast du gerade mitgekriegt. Ja. Das kann einer der Gründe sein. Kann auch Injektoren sein, das wird ihr aber auch in einem anderen Video sehen. Da bin ich auch mal gespannt, ob die rauskommen, weil die sind ja auch kaputt. Wir haben ja einen Mengenabgleich gemacht, aber dazu kommen wir auch noch. Ja, zack. Siehst du was? Das erste, was wir machen, Stecker abziehen, schön mit Luft arbeiten. Alles drumherum, das ganze Dreck erstmal weg. Tipp jetzt ist, wir machen das mit einem Drehmomentschlüssel. So ein Pilzenknarre, weil die kann man umdrehen. Stellt man diese auf 40 Newtonmeter ein und dann versuchen wir zu drehen. Wann er klickt, wissen wir, die sind echt fest. Mhm. Dann versuchen wir noch 50. Auf einen Moment muss man sagen, ich brich das nicht ab. Ich warte bis Zustimmung von der Kunde und dann ist es einfach, los geht's. Bis 50 Newton, wenn das auch nicht geht? Dann kann es sein, dass er mit 60 kommt, aber wir wollten die Drehmomentschlüssel natürlich nicht kaputt machen und wir wollten die Glühkerzen rausholen. Die Gefahr besteht, dass die abreißen, sogar sehr hoch. Zu 90% könnten die abreißen, wenn das noch die originalen sind. Und wenn er tatsächlich die 650.000, wenn nicht sogar mehr gelaufen ist. Bevor wir das ausbauen, werden wir natürlich mal eine Durchgangsmessung machen. Sind eigentlich alle kaputt oder nicht? Wie sieht der noch? Wir haben da schön Bremsflüssigkeit haben wir noch drin. Irgendwo hier am Motor halten, egal wo. Und die Spitze einmal berühren. Dann hast du einen Durchgang. Dann ist der in Ordnung. Hier zweiter Durchgang. Dann haben wir den dritten Durchgang. Und den vierten haben wir auch einen Durchgang. Also alle sollen in Ordnung sein. Und deswegen ist ja auch meistens so, dass sie das nicht wechseln. Was wir jetzt brauchen, ist einmal ein Adapterstück. Brauchen wir. Das ist das hier. Haben wir natürlich bei Gedore, das ist das Gute. Dann stecken wir das hier rein. Dann haben wir von der mittleren Knarre den größeren. So. Und jetzt 50 haben wir schon mal. Gut. Aber die kommt. Kommt. Die kommt. Okay. Ja, das ist dann deine Expertentrick. Ja, mit Dings, ne? So, der aber erste. Man hört die Knack. Ja, dann haben wir auch 50.
Oh, die ist zu locker geworden. Das ist interessant. Die ist kaputt, glaube ich. Das. Die ist, glaube ich, kaputt, kann das sein? Ja, das versuchen wir. Okay. Wir machen erstmal alle vier, weil die machen wir raus. Die kommen raus. Gut. Ja, nur. Also, guck mal, du kannst ruhig sofort Gas geben, aber der löst sich auch schon. Interessant. Ja. Und der will uns nicht ärgern. So, Robert, bevor wir das machen, soll ich das einmal sauber machen? Ja. Ich hab's noch nicht sauber gemacht. Ja. Mit dem Trick hat's geklappt. 50 Minuten hast es eingestellt. Ja. Trotzdem hat's geknackt, aber wir konnten es lösen. Da ist er traurig. Da ist er traurig. Aber egal, wir werden die Werkzeuge einmal zeigen. Können wir das hier, ich sag mal, visuell, können wir das hier einmal mal vorführen. So. Aber ich bin mal gleich gespannt, ob das die ersten sind oder nicht, oder ob die mal gewechselt wurden. So, jetzt haben wir die Schächte schon sauber gemacht. Robert holt jetzt eine raus. Wir haben die auch kontrolliert, die waren auch in Ordnung. Und die haben sich, ach, bis jetzt haben die uns nicht geärgert. Wahnsinn. Mit so einem Magneten. Achtet mal, so ein Magneten. Das ist Wahnsinn. Das hat aber auch Robert gebracht. Robert, hier. Dein Magneten hier. Zack. Oh, ja. Ja. Und da ist er. Oh, der wurde. Oh, die ist sehr neu. Die ist neu. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Die wurde mal gewechselt. Eine Original aber. Original. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das... Die wurde nicht gewechselt. Wow, aber trotzdem sehr gut rausgekommen, ne? Wahnsinn. Mhm. Also der wurde anscheinend niemals gewechselt. Oder, ja, wir haben ja gesehen, Original, Luftfilter, war von Baujahr 2011. Hast du das Video gesehen? Ja. Und, ja. Ja, und jetzt haben wir... Die war sauber. Hat man echt gestern... Ja, ja, die war sauber. Ja, hier. Schau mal. Ja. Guck mal, es ist Wahnsinn. Ja, aber hier haben wir natürlich schön viel Öl. Aber das könnte auch von gerade kommen. Aber hier haben wir kein Öl, das ist das Komische. Oder ist das Sprit? Okay. Interessant. Auf jeden Fall. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Auto überwiegend bei Mercedes gemacht wurde. Der ist genauso aus. Auch original. Wie neu. Ja. Ah, okay. Hier sieht der aber ein bisschen verbrannt aus vorne. Das könnte aber auch sein, weil die Einspritzdüse halt nicht gut war. Ja, das ist in Ordnung. Also ganz ehrlich, Keramikpaste drauf, wieder einbauen. Ja. Ja. Wann die abrissen, dann reisen die hier. Genau. Die reisen an dieses Teil. Und das ist, weil die Gewinde ist dann mit entweder Verschmutzung oder mit Korrosion, ist die Gewinde ist komplett zu oder voll. Dann bricht es hier. Und dann ist das Problem, wie bekommt man dieses Teil, wie bekommt man das raus? Ja. Und die Kern, das ist ein Teil des Problems. Ja. Bei Mercedes ist es relativ einfach gelöst. Dann stellt man diese auf Kern. Mhm. Und dann dreht man einfach, das greift fest. Und dann bricht die Kern, die bricht irgendwo her. Ja. Und dann mit die richtige Hülse. Da drauf, guck mal, da sind Zähne drin, ne? Ein Walzendreher. Oh, krass. Der beißt sich richtig rein. Ja. Ja. Also den kann man auch nicht irgendwie fester machen oder so. Weil der beißt sich einmal selber rein. Beißt sich rein und fertig. Okay. Und dann ist die Kern weg. Ja. Und dann benötigt man so eine Hülse. Die geht genau auf Zylinderkopf. Mhm. Und dann mit einem 9,1 Bohrer. Hier. Mhm. 9,1 Millimeter. Ja.
mit Führung. Und die zentriert auch auf Tipp. Ja. Und die geht dann so neben dem Gewinde, schraubt er, dreht er, fräst er rein. Und dann hat man nur noch die Hülse. Genau, und die Hülse wird dann später... Wenn die Hülse fest ist, genau, kann man diese noch nicht entfernen. Dann schneidet man Gewinde in die Hülse. Und dann hat man zwei Möglichkeiten, weil hier hat man Raum. Dann kann man sagen, ich benutze meinen Adapter. Die schraube ich rein in das Gewinde. Ja. Und dann mit die Schlackerzieher haue ich das raus. Entweder so bei aus? Vito. Ja. So sieht das aus. Entweder bei Vito. Vito und Sprinter hat man keinen Raum. Und dann haben wir einen Abzieher. Und die stützt ab. Die Gewinde geht rein, die stützt ab am Zylinderkopf. Geil. Und dann dreht er einfach. Ja, schade. Guck mal, er ist sehr traurig, das merke ich ihn an. Weil er wollte unbedingt das einmal vorführen. Leute, wir machen das aber so. Wenn jetzt Gedore und Robert einverstanden sind, irgendeine Werkstatt da draußen oder ein Kunde, hier in der Nähe, aber in NRW irgendwo in der Nähe, also kommt mir nicht in Berlin oder so, Umkreis von, ich sag mal, 50 bis 100 Kilometer. Wenn bei euch eine Glühkerze abgerissen ist oder mehrere, schreibt uns an, also mich persönlich oder Gedore, und dann gucken wir, dass wir vorbeikommen, erstens helfen und zweitens das Ding einmal vorführen. Na, ist das kein Deal? Ich finde das ein guter Deal. Aber jetzt nicht einfach abreißen und sagen, ey, ich rufe jetzt an, ey, jetzt kommst du. Ich kann euch nicht komplett versprechen, weil, wie gesagt, wir haben auch nicht immer Zeit. Wenn ihr so einen Fall habt oder wenn ihr denkt, das Ding bricht ab und wir sagen, okay, dann abbrechen. Dann kommen wir. Aber nicht vorher abbrechen und dann, jetzt wartet mir. Sicherlich nicht die Zylinderkopf entfernen. Nein. Macht das nicht. Egal was, kann auch ein Vito sein, kann auch ein Viano sein, egal was. Auch wenn ihr nur wenig Platz habt, schreibt uns an, wir versuchen zu helfen. Und nicht nur Mercedes. Genau. Aber Leute, da werden sich bestimmt einige melden. Wie gesagt, wir können nicht allen helfen, wir versuchen es. Dass wir euch das einmal vorführen. Und wenn nicht, Leute, das hier könnt ihr bei Gedore oder bei euch, bei PV, Cola, was auch immer, ihr könnt so ein Set auch komplett bestellen. Aber die hier baue ich wieder ein. Ganz ehrlich. Genau. Da wollen wir ein bisschen Keramikpaste drauf machen. Die bauen wir ein. Ich muss wieso sparen. Einmal vielen Dank. Er kommt immer extra von Holland hier hin. Ich muss mal Gedore und Robert loben. Ich rufe an, Robert sagt sofort, soll ich jetzt kommen? Wir hatten 14 Uhr. Ich komme einfach so. Und das finde ich Hammer. Und der Typ hat jede Menge zu tun. Also riesen, riesen Respekt an euch und auch Dank an Gedore, dass ihr mich immer so unterstützt und diese geilen Werkzeuge uns zeigt. Wir sollten einfach da sein für unsere Kunden. Wie, ich gehöre ja zu Gedore-Team, oder? Ja, siehst du als Kunde oder was? Hallo! Nein, ich mache keinen Unterschied. Nein, das ist das Coole daran. Solche Videos, die wir drehen, manchmal kann sagen, ist Werbung. Nein. Natürlich ist das Werbung, aber... Ja, aber es ist technische Kompetenz, die wir gerne darstellen möchten. Und die Reaktionen sind auch immer echt cool. Denkt an das Angebot, schreibt uns an, schreibt Gedore an und wir versuchen euch zu helfen. Für dich schade, für mich besser. Ich habe Geld gespart. Und die bauen wir wieder ein. Keramik. Und dann kommt es wieder rein. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer KFC Tutsi. Bis dann noch rein. Ciao.